Hallo? Na endlich. Oh. Oh. Selbstschussanlage. Selbstschussanlage. Bitte auch die Headcrab. Ja, ist klar, die... Ah, so, Headcrab wurde auch gekillt. Hm. So, wir warten mal, bis die eingefahren ist. Und speichern in der Zeit mal eben einmal ab. Und ich richte mal eben kurz meine Unterlage. Okay, da sind wir wieder. Okay, die hört sich an, als wenn die eingefahren wäre. Scheiße. Okay, wir sind unten. Hallo? Ist hier kein Schalter? Jawohl, das war er. Die ist eingefahren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hui, und wir können hoch. So, was haben wir denn hier? Nix. So eine kleine niedliche Kiste. Wir haben 2% verloren. Die haben wir wieder aufgefüllt. Haben wir... Dass sie auch so rutschen. Ja, wir haben... Wir brauchen... Wir brauchen... Ich weiß nicht, was ich gerade rede, aber ich rede was. Genau, wir müssen hier gucken, dass wir noch mehr Sachen finden in den Kisten. Aber momentan sind die nicht ganz so ergiebig. Ach, guck mal. Schön, Muni. Ach, jetzt sind wir da, wo wir hochgeklettert sind. Naja gut, unseren treuen Wachmann haben wir ja dann mal ein wenig... war da jetzt noch eine neue Waffe? Nee. Nee, keine neue Waffe. Ich glaube, das war nochmal eine Schrotflinte, glaube ich, gewesen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, oh. Oh, oh. So, die killen wir erstmal. Alter, ich habe da jetzt schon mehrmals auf dich geschossen. Okay. Sektor D, Admin 2, hier die Treppe hoch. Okay. Speichern. Immer ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und gut, dass ich mich da nie wiederhole. Das ist immer gut. Okay. Sektor D, Admin 1. Aha. Vorhin war Admin 2, ne? Guten Abend. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Das ist sehr gut. Wir laden erstmal nach. Munition haben wir jetzt, Gott sei Dank, einiges mehr im Petto. Aber wir werden natürlich... Ob die das noch schlimmer hingekriegt haben. Ach, alles geht noch schlimmer. Man kann alles noch schlimmer hinkriegen. Ich würde natürlich aber ganz gerne so langsam auch noch andere Waffen haben. Was war das? Bin ich wahrscheinlich gerade aus Versehen ans Mausrad gekommen. Sektor D. Da haut er ab vor der Headcrab. Ich fass es nicht. Der haut... der nächste Schwachmat. Das kann's ja wohl nicht sein. Ey, du Penner! Du sollst uns reinlassen! Boah, was ein Arsch! Was ein Arsch! Ist das der richtige Weg nach draußen? Oh, oh, das war ein Fehler. Weiter gehe ich nicht. Das war ein Fehler von den Wissenschaftlern gewesen. Ich bleibe hier und halte nach Leuten Ausschau, die Hilfe brauchen. Du bist so eine feige Sauber, weißt du was? Mach das doch, wenn du das meinst. Ihr seid alle so feige, seid ihr so feige. Boah, gut, dass der uns noch nicht gesehen hatte. Der hat uns gesehen. Der wollte gerade seine Energieladung, also seine Stromladung auf uns... Muss ich das Blatt ja mal wenden.
Ja, ja, irgendwann. Blattwenden. Hempel, Pempel, Rempel, Gepempel. Blattwenden. Seite neu aufschlagen. Ja, ja. Alter, ich dachte, der wäre schon. Nein, 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 nein. Du sprühst nicht deinen geballten Hass auf uns. Ich befürchte, da müssen wir wahrscheinlich gleich weiter. Dann gehen wir da mal noch nicht hin. Sondern räumen erstmal hier noch weiter auf. Alles viel größer, als ich dachte. Schade, die können wir nicht nehmen. Scheiße, ich hab's irgendwie gewusst, dass hier noch Headcrabs rauskommen. Naja, und bis der Typ hier kommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes Weihnachten. Oh, gut, dass wir das Gitter schießen konnten. Hallo? Von da kamen wir. Aha, hier waren wir noch nicht gewesen. Mach, dass du wegkommst. Alter! Boah, diese scheiß Headcrabs, die kannst du auch total schlecht treffen, weil die so klein sind. Ja, vergessen nachzuladen. Hör mal, stehst gut, ne? Schönes Wetter heute, ne? Nein, du musst nicht mithelfen. Nein, 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 nein. Das macht der Reichsgraf alles alleine natürlich, ne? Feiner Junge. Ich werde bald das Gleiche mit dir machen, wie ich mit deinem Kumpel gemacht habe. Und das war nichts Schönes. Ach du Scheiße. Kotzen die sich nochmal richtig aus, ey. Ach, guck mal. Hier haben wir den Schwachmaten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Das wird sie früher oder später herausfinden. Garantiert. Und da hilft auch kein Verstecken. Schnurrbärtchen. Ihr beiden könnt euch hier auch meinetwegen zusammen vergnügen, ne? Genießt nochmal eure letzten Minuten. Hier können wir nicht irgendwie irgendwo, ne? Ne, können wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir weitergehen sollten. Wir gehen mit Sicherheit weiter. Ob du weitergehst, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube mal eher nicht. Aber, okay, wir gehen hierher. Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. So, Soldaten sind also auf dem Weg, um uns zu retten. Um uns zu retten. Sektor D, Admin 2. Da ist doch schon wieder eine Selbstschussanlage. Da hinten ist die. Die scheint aber dahinter der Glasscheibe. So viel dazu. Die scheint aber hinter der Glasscheibe zu sein. So viel dazu. Da kann sie natürlich durchschießen. Na toll. Jetzt ist ja auch so ein Stimmenimitator. Ich werde bekloppt. Oh oh. Explosiv. Ah, es hat aber lange gedauert. Da können wir die aber auch ehrlich gesagt so abknallen. Ganz ehrlich, das hat ein bisschen lange gedauert. Okay, wir gehen einfach mal hier weiter. Aber ich glaube, wir nehmen lieber wieder eine Knarre in der Hand. Da kommt schon was. Okay. Das ist doch nicht normal. Also die haben hier wohl irgendwas verschlimmbessert bei den Updates in Half-Life. Da ist, glaube ich, mal von einer gewissen Zeit ist dann nochmal ein Update für erschienen. Für Half-Life 1. Ja, auch nach all den Jahren. Und das finde ich ganz gut. Allerdings scheint das wohl auch ein paar Fehler eingebaut zu haben wieder. Ich glaube, er hier macht jetzt die ganze Zeit die Geräusche.
Entschuldigung. Es gibt Sachen im Leben, die muss man einfach mal machen. Ich konnte mir das nicht mal reinziehen. Sein au, au. Außerdem ist da nämlich schon der nächste Wachmann. Deswegen habe ich es auch gemacht. Hey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben. Ich habe gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Okay, du bist auch der Meinung, dass uns Soldaten retten kommen. Mhm. Mann, was würde ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen? Der hat nichts wie raus hier. Okay. Komm, lass uns trotzdem mal folgen. Oder gehen wir hinterher hin? Was haben... Moment mal eben, was haben wir hier? Die Mutter der Porzellankiste. Was haben wir hier? Ich mach mal unsere Taschenlampe an. Aha. Hier scheinen wir auch noch irgendwo hinzukommen. Aha. Puh, sollen wir da wirklich runter? Ah, machen wir einfach mal. Wir werden es ja sehen, wo wir hinkommen. Okay, da kommen wir also nicht mehr weiter. Ach du Scheiße. Da springen wir mal drüber. Ach, natürlich Headcrabs. Ist natürlich auch ideal hier, diese Schächte für diese Headcrabs. Was? Da ist ja schon wieder der Wachmann. Ach, und von da sind wir doch, glaube ich, gekommen, ne? Mal gucken. Ach du Kacke, wo sind wir denn hier gelandet? Hilfe! Alter, jetzt bin ich runtergefallen vor Schreck. Na toll. Alter. Hier sind wir. Scheiße, Mann, ich bin vor Schreck runtergefallen. Da hinten wollte ich noch hin. Oh, weg, Alter. Okay. Entschuldigung. Der hat mich nicht weggelassen. Ich wollte weggehen, um meine Waffe zu ziehen. Oh, der hat mich nicht gelassen. Der hat sie einfach in den Weg reingestellt. Und ja. Da sind wir jetzt mal ein bisschen schneller bei der Sache. Und erledigen uns dann mal solchen Flachpfeifen. Solchen völlig vielen amputierten Vollidioten. Handgranaten. Hm, schön. Ah, mehr wie 10 können wir also leider davon nicht aufnehmen. Schade, schade, Popade. Speichern. Okay. Alter. Alter, Alter, Alter. Was ging denn hier ab? Die haben uns auch gut zugesetzt. Die haben uns gut zugesetzt. Naja, geht so, aber gut. Die Anzugenergie ist jetzt auch natürlich einiges runtergegangen. So, passt mal auf. Ich würde sagen, ich speichere mal eben ganz kurz. Mich interessiert das, was da hinten noch ist. Ich mache mal eben die Taschenlampe wieder an. Die geht natürlich mit der Zeit auch wieder aus, die Taschenlampe. Da müssen sich erst die Batterien wieder aufladen. Ich würde da echt ganz gerne mal hin, um zu wissen, was uns dort erwartet. Also wenn wir runterplumpsen, sind wir natürlich wieder in dem Raum da unten und überhaupt in dem Großen und Ganzen. So, pass mal auf, genau hier speichere ich jetzt ab. Da sind noch Headcrabs. So, ich gehe mal... Ah, das ist jetzt nämlich das Blöde, wo wir hier wieder exakt laufen müssen. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch vorhin abgekackt. Weil das eben halt so gut wie nicht möglich ist, hier so ganz fein herzulaufen. Ich denke, da kriegen wir im späteren Spielverlauf noch arge Probleme. Also ich hatte Half-Life hier auch noch nie gespielt. Also unter diesen Voraussetzungen, dass man so schnell hier vorwärts läuft. Das hatte ich so auch noch nicht gespielt. Ich hoffe, dass wir alles schaffen werden. Weil es ist natürlich ganz klar, wir haben natürlich hier öfter... werden das so haben, dass man ganz exakt laufen muss. Aha. Aha. Ah, jetzt sind wir hier in dem einen Raum drin. Genau, wo uns der Zugang verwehrt blieb. Ach, und guck mal, ich glaube, wir sind jetzt schon gleich komplett richtig. Da, wo wir sowieso hin mussten. Mal eben kurz gucken.
Die ist voll aufgeladen. Ah, da hinten sind Handgranaten. So, jetzt können wir speichern. Guck mal da. Hier wären wir nämlich hingekommen. Ah. Eigentlich optimal. Optimal. Nein, dann ist das doch nicht der Raum, den ich dachte. Der andere Raum, den ich dachte, der war da hinten im Komplex. Bürokomplex. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Der hat sich ja die Wissenschaftler da richtig vorgenommen. Okay, da kommen wir nicht durch. Exit. Aber anscheinend momentan nicht für uns, das Exit.